Im Namen der Bundesleitung der Volksbund Deutschland möchten wir euch herzlich willkommen heißen in dieser schönen Jugendkirche. Ich würde jetzt ganz gerne, dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Das ist eine Oase. Das ist, kann man schlafen. Kannst du mir noch ein bisschen helfen? Genau, dann mit Putz aus. Ich glaube, das ist dann der Bänder. Ja. Also, was hat er sein können? Dann kommt man mal zu mir. Ja, und dann kann man sich so ein bisschen merken, Struktur der Federn beim Falken sind natürlich enorm widerstandsfähig und ähneln, weil sie ja so schnell fliegen müssen, die Falken ähneln ihre Federn auch ein bisschen mit Messer. Vergessen mal. 15, 16, 25. Thank you.
Ja, vielleicht noch so eine Kombination. Mal harten Schutzpanzer geworden. Wir selbst spüren das ähnlich. Wenn wir enttäuscht oder verletzt werden, wenn wir uns an jemandem aufreiben, bleibt manchmal eine harte Stelle zurück. Ich gebe euch ein paar geistige Worte mit dazu, weil es ja ein Pilgerweg. Und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, einen kurzen Moment über die einzelnen Impulse nachzudenken. Der Kölner Dom könnte sicher viel erzählen. Was hat ihn geprägt? Er hat sicher viele Höhen und Tiefen erlebt. Und doch sieht er von außen unerschütterlich aus. Wie ein ruhender Felsen. Alle der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.